It's time for World Underground Wrestling. Zum Sagen, Zombie-Boy. Ja, schmus nicht mit meinem Mikro, Richtschnöller. Für dich ist jetzt Endstation, denn du willst mir was zeigen. Was will er mir zeigen? Das Einzige, was er mir zeigen kann, was ist Schweigen. Ja! Nach dieser Show rennt er zur Polizei. Was wird er tun? Er wird mich anzeigen. Ja! Polizei schaut ihn an. Und stellt ihm eine Frage, und das ist die Frage des Lebens. Wo ist dein Onkel? Was ist der Unterschied zwischen dir und einem Vulkan? Sag es uns, Junge! Sag es uns! Der Vulkan ist ein Erdloch und du ein mega Arschloch! Jugo zu sein ist ein Gesetz, wer es verletzt, wird zerfetzt. Das steht sogar im Grundgesetz. Und weißt du warum, Zombie Boy? Weil ich der Jugo bin. Und Kusch. Also um den Titel geht's. Das stimmt, den österreichischen WoW-Titel. Oder wie der Jugo sagt, das ist Titel. Was ist Titel oder das ist Titel? Das mit David, die Zombie-Fans! Der hat heute Geburtstag, ein Todestag! Jugo, du musst chillen! Hast du gesagt chillen oder chillen? Chillen, habe ich gesagt, chillen! Nicht chillen, chillen! Na, weil er da unternehmen hat. Schöner Gruppe 1! Ja, wir nehmen ihm den. Schön gekontert. Also wenn ihr es mit Bud Spencer mit Jugo vergleicht, ich weiß nicht. Der andere war Olympiaschwimmer, genau. Nein, Jugo ist nicht Olympiasieger, der ist österreichischer Sieger. Hammerlock! Genau, jetzt konzentriert euch am Kampf, seid Headlock. Seid Headlock. Ich war erster, Edge Bitch. Also sie zeigen auch, dass Wrestling ein bisschen mehr ist als nur Schlagen. Ich glaube, du spitzt ein bisschen. Okay, Wrestling ist Schlagen und Bier trinken. Lasst mein Wand stehen, lasst ihn. Aber ein Zombie kann das eigentlich nicht wehtun. Das ist ein wehleidiger Zombie. Das war voll dritter Kopf, Alter. Erst Otto Kring, ja? Du musst jetzt nicht jugoslawisch reden mit uns. Ich bin
Otto Kringer, also Leben, die mit dir wohl, da fass ich mich voll an, Alter. Ja. Das weiß ich eh, das weiß das Publikum auch. Der Erdbeer hat gesagt, es gibt keine Regeln, jeder Titelkampf bei der WWE. Hast du gesehen? Hast du gesehen? Gut, Spur! Trotzdem ist er Mensch. Na Gott sei Dank bin ich schon gestorben. Zum Glück habe ich mein Bier wehgetan, weil sonst das Bier wäre sich noch gebrochen. Also jetzt muss es Merchandise verkaufen. Der Zombie hat da irgendwas in der Hand, der hat das fladert. Obwohl das kein Jugo ist. Jetzt kommt der Jugo geflogen. Setzt sich wieder auf den Fuß. Ein Jugo am Boden. Das war Titel. Das war Gürtel, nicht Titel. Aber ist legal, weil es nichts gibt illegal. Legal, illegal, scheißegal. Wo ist der Zombie gerade wieder hin? Zombie! Zombie sucht sich sein Grab! Zombie! Ja, Jugo ist verboten! Er holt auch auf, aber es hat nicht so funktioniert! Jetzt hat er aber voll zugehauen! Der hat den Bleistift in der Hand! Das ist mein Spruch von Arsch. Platz da weg, Marius! Geh, Vorsicht, da kommt jemand. Das ist genau in die Fresse gegangen. Das heißt Gesicht, bitte, wir sind ein anständiges Lokal. Ich glaube, das war's schon für den Jugo. Also, Beißen ist zwar nicht verboten, aber auch nicht mit. Also Quinze, wenn jemand in die Augen griffen wird, kann es schon dazwischen gehen. Ist nicht verkehrt. Opa, das ist zwar nicht verboten, aber du kannst dich natürlich auch ein bisschen um deine Kämpfer kümmern. Jugo! Jugo, steh! Jugo, nimm den Kämpfer! Komm, Jugo! Ein Elbot quasi drauf auf den Jugo, der kniet vor. Der Quinze zählt. Der Zombie besteht, also, setzt sich um. Da hat sogar ein Zombie umso viel Macht bei dahinter. Na, das liegt daran, dass. An der Rückenmuskulatur des Jugos! Ich wollte sagen, am rutschigen Draht vom Jugo. Jetzt macht sich der Zombie fit! Ein Headbutt auf die Schulter. Okay, der Headbutt ging auf den Kopf. Der erste glaube ich auch, aber das soll ich was sehen. Ja, ein Zombie macht nichts, der Jugo schaut nicht so gut aus. Das hat das was mit dem Zombie. Beim Zombie ist ja nichts mehr drin, das geht schon aussehen. Hörst du? Was? Also der Jugo braucht unbedingt sein Publikum. Zombie war voll unfair mit dem Baseballschläger, muss man schon sagen. Auch wenn es keine Regeln gibt, aber das ist echt ein Wahnsinn. Ich bin berührt. High Cross Body! Platschatz macht und unten liegt da! Das kenne ich alles, die
diese Sprüche? Wo ist ich da überhaupt da mitspielen oder was? Ich weiß nicht. Achso, ja, da wird einer angezählt. Fünf! Der Jugo ist nur mehr Sugo! Aber Su ist Sugo nicht Zanoni, aber wurscht. Also, ich mein, italienisch wollte ich sagen. Schon wieder! Find sie nicht mehr das ab! Find sie nicht mehr das ab! Das ist nicht verboten! Ja, das ist der Zombie schon länger. Seit 46 Jahren. Sag ich dir. Zerleger, Kollege! Der Arsch hat's gemacht und unten liegt er. Ein Schweinblech. Ein Big Splash. Was? Schweinblech. Splash. Big Splash. Also, Big. Ach so, das war. Ach, nie ins Knie vom Zombie, wenn die Alten schon wieder schwafeln. Er ist noch alt. Bicycle Kick! Bist du Gusch? Jetzt ist er Haas. Der Zombie wird angezählt. 2, 3. Der Jugo unterbricht das Zählen des Referees. Hat sich die Wand jetzt aber gefreut. Oh oh, oh oh, das habe ich heute auch schon aufgeregt. Ja, was ist das für eine Show heute erst? Eine Perverse. Die ist gesessen. Show ist heute sehr kinderfrei. Jungs, hör auf, Alter! Ja, wo sind die Jugendfans? Der wird abgezählt. Den Titel, ich weiß nicht, der Kampf ist nicht Titel! Kann. Jugo! Warum haben wir eigentlich nicht aufgehört? Ja, wenn die Platte nicht aufsteht! Du machst es aber eh nicht wie, oder? Und natürlich machen wir die! Ja, weil es direkt aufs Hirn muss. Ne? Ja, weiter Hackkratzer hilft ihm, Mann. Jetzt hab ich einen Hackkratzer, ich weiß nicht. Ja, wenn's ich hab. Oh, Uppercut! European Uppercut, knapp vorbei, schön gekontert, die Klosslein. Na, was macht's jetzt? Na ja. Da kennt er noch einer gegen, glaube ich. Ja, er hat gesessen. Voll zu Fries, Alter. Der Zombie braucht Frischfleisch und deswegen geht er zum Quinzen, oder was? Der war da mit. Ist das nimmer. Der hat gesessen und redet wieder schön, junger Mann. Drei. Das war voll ins Gesicht und ich glaube, den Zombie hat es voll wieder. Drei. Ich glaube, das war auch sehr ungelenkt. Du kannst das ja eh. 4. 5. Flatsch hat es gemacht und ist er gelegen. 6. Ich glaube, da steigt er nicht mehr auf. 7. Wo sind die Zombie-Fans? 8. Zombie! 9. 10. Sieg! Dieses Kampfes!
Gürtel, Mirko! Was willst du von mir? Ja, was will ich, was willst du dann von mir, wenn ich was sagen will? Habt ihr gesehen? Ja! Wer hat gewonnen? Jugo! Jugo Bauer! Wo ist mein Titel? Er ist gefladert worden! Wo ist mein Titel? Er ist nicht auch hier! Kettenballon mit Tattoo! Ha? Wo ist der Titel? Okay, wenn du nicht weißt, wo er ist, dann habe ich eine Frage, und das ist die Frage deines Lebens. Was würde Humungus machen, wenn er Champion wäre? Und jemand würde ihm seinen Titel nehmen. Soll ich euch zeigen? Soll ich euch zeigen? Ja! Wollt ihr sehen? Wollt ihr sehen? Ich darf nicht! Wollt ihr sehen? Ich hab mir schon gedacht, du sagst nachrennen, aber das kann er damit. Das würde der Jugo machen. Aber anscheinend bist du zu alt geworden, weil der Humungus, den ich kenne, hätte sowas nie zugelassen. Also ich glaube, das ist der Herausforderung. Bleib lieber sitzen, weil du bist ja scheiße gewohnt. Und noch etwas. Weißt du warum? Weil ich, der Jugend.